Hallo Leute und willkommen zum zweiten Bonuspart und damit auch gleichzeitig zum letzten Part für dieses LP. Und zwar wollte ich euch hier noch die Unendlichkeitscheats zeigen und zeigen, wie man die Items aus den Bildern vom Abspann bekommen kann. Und zwar ist es möglich durch Cheats. Die findet ihr auch überall im Netz, wenn ihr nur danach googelt. Ich werde sie euch, wie ihr es von mir gewohnt seid, in die Beschreibung packen, dass ihr euch die holen könnt. Und ich würde aber sagen, wir fangen erstmal mit den normalen Unendlichkeits-Cheats an. Und zwar für die blauen Eier, roten Federn und Goldfedern. Um sie zu aktivieren, müsst ihr zuerst das Wörtchen Cheat buchstabieren. Und ihr hört dabei jedes Mal ein Kumun. So. Jetzt hört ihr allerdings nichts mehr, wenn ihr den Cheat eingibt. Das ist ganz normal. So, und der Cheat lautet Banjo begs for plenty of eggs. Und ja, die Cheats sind extrem lang. Aber es ist eben so. Plenty of eggs. Wenn wir es richtig gemacht haben, hören wir gleich ein helles Kumun. Wir haben es richtig gemacht und ihr seht's, ich kann Eier verschießen, wie ich will. Es bleibt bei 200, somit haben wir unendlich blaue Eier. Weiter geht's. Wieder das obligatorische Cheat. Und jetzt dafür die roten Federn. Now you can fly high in the sky. Now you can was ist L da oben ist es. Fly Hi Das Das war richtig. Und ihr seht es zwar jetzt nicht, aber wir haben jetzt auch unendlich rote Federn. Das heißt, wir können unendlich lang fliegen. Yay. So, der letzte Unendlichkeitscheat, den ich euch zeigen möchte. An der Stelle. Das ist der für unendlich Goldfedern. Der lautet a golden glow to protect Banjo. So, hier ist es oben. So, das ist P. Check. Banjo.
hat funktioniert und wir können rumrennen. Wir haben unendlich Goldfedern. Yay! So. Ja, den für unendlich Luft zeige ich euch auch noch. Wenn ich schon jetzt dabei bin. Wieder mal Cheat. So, der heißt Give the Bear Lots of Air. Also. Give. Was ist V? Ah, das. Lots of air. So, jetzt haben wir auch unendlich Luft. So, das war's erstmal für die Unendlichkeitscheats. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen, dem eigentlich interessanten, nämlich den geheimen Items aus dem Abspann. Nun zum eigentlich interessanten Part. Die Cheats für die geheimen Items. Der erste ist, die sind alle sehr lang. Der erste ist, Out of the sea it rises to reveal more secret prizes. Out of the sea. It rises to reveal more secret prizes. Das M. Secret prizes. Yep, das hat funktioniert. Bingo, da steht die Insel. Wir haben sie im Abspann gesehen. Und wir machen direkt weiter, würde ich sagen. Wieder Cheat. Jetzt wenden wir uns dem blauen Ei zu. A desert door opens wide and the secrets wait inside. Desert door. Open white
Ancient Secrets. Giant. Secrets. Wait. Inside. Und da ist die Tür aus der Wüste auch schon offen. So, jetzt haben wir noch den Eisschlüssel im Abspann gesehen. Und auch dafür gibt es hier einen Cheat, mit dem man ihn holen kann. Auch den will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und wir werden die Items natürlich auch alle einsammeln. Gleich noch. So. Auch dieser Cheat ist lang. Now you can see a nice ice key, which you can have for free. Now you can see what a nice ice cream. Nice ice cream. Which you can have for free. Wo war denn nochmal das H? Ah, da. Which you can have. For free. Jupp, hat auch funktioniert. So, jetzt ist da die Wand weg. Allerdings, also das waren jetzt die drei Fotos aus dem Abspann. Allerdings gibt es noch mehr. Und zwar gibt es noch drei weitere farbige Eier, die man sammeln kann. Und ja. Ich würde sagen, wir fangen mit dem roten Ei an. Das ist this secret you'll be grabbing in the captain's cabin. Auch denke ich eine Anspielung, wo es ist. This secret you
wie graben. The captain's cabin. Cabin hat auch funktioniert. Da seht ihr es. So, dann haben wir noch ein grünes Ei. Auch dafür müssen wir wieder das berühmte Wörtchen Cheat eingeben. Das ist Amidst the Haunted Gloom, A Secret in the Bathroom. Amidst. Haunted Gloom. A secret in the bathroom. Ich denke auch, das ist eine Anspielung, wo man es findet. Aber wir werden es ja gleich sehen. Jupp, das hat auch funktioniert. Und da ist es schon. In Mad Monster Mansion. So. Jetzt haben wir noch eins. Nämlich das gelbe Ei. Und auch da wird schnell am Cheat offensichtlich, wo es zu finden ist. Now Banjo will be able to see it on Nutnut's table. Now Banjo will be able this end by here be able to see it
Na. Na. Table. Yep, das hat auch funktioniert. So. Nun, da wir alle Cheats eingegeben haben, würde ich mal sagen, holen wir uns noch die Items. Ja. So, das erste ist hier. Mumbo meinte ja, wir sind eigentlich fürs nächste Spiel erst gedacht. Aber ihr seht's ja, man kann sich hier schon holen. Ja, epische Musik. Das Besondere ist, diese Items tauchen wirklich auch in Banjo-Tooie auf. Allerdings an ganz anderen Stellen. Und ehrlich gesagt, diese Items sind für dieses Spiel hier eigentlich nutzlos. Denn, ja, man kann zumindest in diesem Spiel nichts mit anfangen. Ich meine aber, wie gesagt, dass sie für Nuts and Bolts eine Bedeutung haben. Nämlich, dass man sie eintauschen kann für besondere Items oder besondere Fahrzeugteile. Aber da möchte ich mich nicht festlegen, denn ich habe Nuts and Bolts nie gespielt. Und habt es auch nur gehört. So, hier ist das Ei. Das Pinke. Wir haben es. Ah, ein Ei. Wer weiß, was man damit noch alles machen kann. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Also hier wieder raus. Und dann würde ich sagen, wenden wir uns mal der nächsten Welt zu. Und holen uns das nächste Item. So. Das nächste müsste Freezy Peak der Ice Key gewesen sein. So, den können wir uns schon, auch die können wir uns alle schnell holen. Oder besser gesagt, nee, als erstes, wenn wir jetzt schon mal hier sind, würde ich sagen, holen wir uns das blaue Ei. Aus der Wüstenwelt. Aus Gobis Valley. Denn wir haben die Tür ja geöffnet, die vorher verschlossen war. Und können dort rein. Kazooie, würdest du bitte? Das ist mir jetzt egal. Na gut, dann mach es anders. So müsste es auch gehen. Ich meine, wir haben ja die unendlich... Wir haben ja das... uns unendlich Goldferien geholt. Warum soll ich es jetzt nicht mal nutzen? Ist eh ein Bonuspart. So. Ja. Die können wir uns holen, einfach damit wir schneller unterwegs sind. Das war Fail. Na gut, machen wir es halt so. Ihr seht direkt hier am Anfang. So, und ich glaube, hier war der Halt dafür. Na, wo ist der Teppich? Ah, da kommt er. Vielen Dank, dass du mich mitnimmst. Und ja, bitte setz uns hier ab. Hier war ja Gobi noch davor, das Kamel.
und hat uns die letzte Honigfarbe noch spendiert, die uns hier gefehlt hat. Ja. Auch hier hörte wir die Musik. Und wir betätigen den Schalter und holen uns das Ei. Hoho, noch eins dieser komischen Eier. Ja, Benjo. So, damit sind wir auch hier fertig. Und können auch diese Welt wieder verlassen. So, ich habe keine Lust auf den Teppich zu warten. Kürze das Ganze jetzt einfach mal ab. Denn schließlich möchte ich auch keinen allzu langen Part zumuten. So. Ja, das nächste, was ansteht, wäre Freeze the Peak. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt auch hin und holen uns den Ice Key. So. Ach ja, diese Items tauchen hier übrigens im Spiel unter dem Punkt Stop and Swap auf. Also stoppe und tausche. Aber wie gesagt, für dieses Spiel, sie haben keinen Effekt, diese Gegenstände. Ja, sind einfach nur als Bonus gedacht. Und wirklich relevant sind sie erst für Tui. Dort gibt's auch was dafür. Ja, aber was es genau dafür gibt, will ich noch nicht spoilern, denn ja. Ich mache ja auch eine LP zu Tui und wen es interessiert, wo sie dort zu finden sind, diese besonderen Gegenstände, beziehungsweise was man damit machen kann, der kann sich ja selber dann anschauen. Ganz einfach. So, wir müssen in Bossas Höhle. Und die war, glaube ich, hier hinten irgendwo. Ja, ich bin natürlich eiskalt falsch gelaufen. Da hinten ist es. Ja, nimm ein Bad im Eiswasser, Benjo. Ist mir jetzt auch ehrlich gesagt egal. So, hier wollen wir hoch. Und hier haben wir Bossas Höhle. So, hier war ja der Jinjo. Und ihr erinnert euch, hier war ja vorne eine Wand. Jetzt können wir durch. Und wir dieser epische Sound. Und wir haben den Ice Key. Oh, ein Schlüssel aus Eis. Den sollten wir gut aufheben. Ja, Kazooie, werden wir auch tun. So. Dann würde ich sagen, bleiben jetzt noch 3 Welten übrig. Die Items aus dem Abspann haben wir bereits. Und wenn ich schon mal hier bin, hier ist eine Flugplatte. Kann ich euch gleich noch zeigen. Ja, wir haben unendlich rote Federn. Juhu. Aber damit kann ich auch gut zum Level-Eingang abkürzen. Denn ja. Wir können dann auch den hier machen. Und sind schon zurück. So. Das nächste, was ansteht, ist das grüne Ei. In Mad Monster Mansion. So. Dann machen wir uns auch gleich mal auf den Weg dahin. Dazu müssen wir hier rein. So, und erstmal wieder hier drüber. Hm.
Seiten. Und hier rein. So. Wir wissen ja, im Badezimmer. Das heißt, es war irgendein Fenster im ersten Stock des Hauses. Also irgendeines der zwei Fenster hier. So, ist es schon das hier? Yep, das ist das Richtige. Den mache ich mal eben kalt. Und das grüne Ei. So, diesmal gibt es auch keinen Kommentar mehr von Banjo. So. Jetzt müssen wir nach Rusty Bucket Bay, um uns das rote Ei zu holen, das ja in der Kapitänskajüte aufgetaucht ist. So. Dazu jetzt erstmal wieder ins Schloss zurück. Kamera, dreh dich bitte, danke. So. Ich werde aber die Abkürzung nehmen. Nach Rusty Bucket Bay. Einfach weil es schneller geht. Als es hier diesen langen Weg zu tauchen. Ja, denn muss sagen, trotz dass man hier B halten kann, schwimmt Banjo hier sehr langsam. Das haben sie zum Glück in Tui geändert. Dort kann Banjo deutlich schneller schwimmen. So, aber zum Beweis. Wir können schwimmen und schwimmen und schwimmen. Es ist, als ob Banjo ein Sauerstoffgerät auf der Nase hätte. Denn wir verlieren keine Luft. Ja, für Rusty Bucket Bay ist das Ganze sehr nützlich, denn ihr habt es ja gesehen, als ich hier in dieser Welt war, man verliert sogar schon beim Schwimmen Luft. Und das ist nicht so schön. Jetzt muss ich nur gucken, ich habe nämlich keine Ahnung mehr, welches Fenster es war zur Kapitänskajüte. Nein, das war es nicht. Dann ist es ganz vorne. Also am Bug irgendwo. So. Wenn es nicht hier war, dann war es auf der anderen Seite. Es war aber hier. Und mitten auf dem großen Bett ist es das rote Ei. So, jetzt fehlt ja nur noch eins, das Gelbe. Und das ist, wie man ja auch schon erahnen konnte am Cheat, beziehungsweise auch schon in der Sequenz gesehen hat, bei Nabnut. So, das holen wir uns am besten auch noch schnell. Ja. Und nachdem wir das gesammelt haben, haben wir auch somit diese LP komplett abgeschlossen. Ich habe alles geholt, was ich holen wollte, alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Und ja, ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zusehen an alle, die dieses LP geguckt haben, verfolgt haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei Tui zuschauen würdet. Tui ist ja generell komplexer als dieses Spiel hier, als Kazooie. Und ja, es gibt auch einiges mehr zu erkunden und vor allen Dingen viele neue und auch recht nette Moves zu lernen. Und ja, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch dort dann zuschauen würdet. Ja, ansonsten habe ich mal mir überlegt, was ich noch so let's playen könnte. Und ja, meine sozusagen Projektliste, die sich aber jetzt verändern kann, habe ich einfach mal auf meinem Kanal verlinkt. Wer Interesse hat, kann ja mal vorbeischauen.
Und ja, wenn ihr irgendwas habt, irgendein Spiel, ja, gerne sehen möchtet, dass ich halt spielen soll, Let's Playen soll, was ihr nicht auf der Liste findet, könnt ihr mir natürlich auch gerne eine Nachricht schreiben. Und ja, für Hacks bin ich hier jetzt halt offen. Es sollten nur keine Mario-Hacks sein. Das habe ich aber auch schon in meiner Kanalbeschreibung verlinkt. Denn, sagen wir es mal so, bin ich allzu gut in Mario. Ich habe Super Mario World und so weiter zwar gespielt, das auch zu 100%, also mit allen 96 Ausgängen. Habe auch Yoshi's Island gespielt. Nur ich muss wirklich sagen, auch wenn manche Hacks schön sind, mir gefällt es einfach nicht so. Da spiele ich lieber sowas wie Secret of Evermore oder Secret of Mana. Das macht mir noch deutlich mehr Spaß. Und ja, wie gesagt, also wenn ihr irgendwas sehen wollt, irgendein bestimmtes Projekt, das ihr nicht auf der Liste seht, dann könnt ihr mir auch gerne ruhig eine PM schreiben. Ich werde dann gucken, werde mir es mal anschauen und dann auch Let's Playen, wenn es angenehm, wenn es zu machen ist, wenn sie es anbietet. So, nein, hier ist es nicht. Oh Gott, er war am Schlafen. Sag mir nicht, wir müssen das Ganze im Winter holen. Na gut, ab in den Winter. Na egal. Andere Sache, die ich noch ansprechen wollte. Stichwort Challenges. Oder sonstige Herausforderungen. Eine Challenge habe ich ja schon gepostet sozusagen. Also hochgeladen. Und zwar zu Parodius Nonsense Fantasy. Ich hätte aber auch nichts gegen eine Challenge Series sozusagen, also eine Serie zu starten mit jemandem. Also mit einem festen Gegner. Und da habe ich mir gedacht, oder habe ich gesehen, bei The Johnny Mare vs. The Reanimator, wer möchte, kann mal auf beiden Channels vorbeischauen. Dort gibt es eine entsprechende Challenge Series. Und zwar, jedes Mal eben eine Challenge und, also eine Herausgabe der Challenge sozusagen für den jeweiligen Gegner. Und, ja, das Ganze bis zu 10 Punkte. Und, ja, hier ist es. Und ich dachte mir, nach dessen Vorbild, auch so eine Serie ins Leben zu rufen. Bin auch jederzeit offen für Vorschläge. Wer möchte, darf mich auch gerne anschreiben. Also wer da Interesse hat mitzumachen, darf mich auch gerne anschreiben. Und dann können wir ja sehen, dass wir das Ganze, sobald ich einen Gegner habe. Und ja, dann können wir zusehen, dass wir das Ganze auch zeitig dann starten. So, ich will hier noch gerade rausgehen. Und dann, nachdem wir jetzt alle Items haben, euch noch wenigstens zeigen, ja, was Sache ist. Und ja, dann dieses Part auch beenden und wie gesagt... So, ich glaube, bei Statistik ist es jetzt dabei. Ganz hinten. Ja, hier ist es. Stop and Swap. Und ihr seht, wir haben alle Items gefunden. Die 5 Eier und den Schlüssel. Und ja, wie gesagt, das Mad Challenge Series könnt ihr euch gerne überlegen. Wer Lust hat, wie gesagt, ich bin für alles offen. Und... Es wäre auch nicht so verkehrt, wenn ihr euch schon mal ein paar Videos von den beiden angeguckt habt, damit ihr in etwa seht, was ich meine. Oder wovon ich rede. Und ja, ich würde sagen, das war's für Banjo-Kazooie.
und würde mich freuen, euch bei Banjo-Tooie wieder begrüßen zu dürfen. Ciao, euer TheMarcus1204.